Servus Leute, heute sind wir wieder mit dem Sprinter unterwegs und ja, dann trifft sich's gut, das Thema, was ich heute ansprechen will, und zwar mein Fleischgroßhandel in Kroatien, die Firma Frigus Grupa. Tja, wie die meisten von euch schon wissen, habe ich ja neben der Spedition oder neben den Speditionen noch einen Fleischgroßhandel in Kroatien. Das ist eigentlich auch mein Kerngeschäft. Und heute habe ich mich entschlossen, ich habe auch sehr viele Anfragen bekommen, warum ich nicht ein bisschen auch von den anderen Firmen was zeige. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, es trifft sich gut mit dem Sprinter, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich heute ein Video über die Firma Frigus Grupa. Eins muss ich dann vorwegnehmen, und zwar, das Video habe ich heute nicht um 10.45 Uhr hochgeladen, wie die anderen Videos, also jeden Sonntag und jeden Mittwoch, weil, ich habe gestern diesen Sprinter abgeholt, der war bei der Folierung, das zeige ich euch später mal von außen, und dann habe ich ihn gestern abholen sollen. Wir waren aber bei so einem Kindergeburtstag und es wurde ein bisschen länger. Und ich habe eigentlich das Video geplant, gestern zu machen. Musste ich also heute ein bisschen früher raus, um das Ganze aufzunehmen, schneiden, hochladen. Und ja, was soll ich sagen? Also das ist jetzt schon die zweite Tour, die ich mache. Trifft sich aber trotzdem gut, weil ich muss sowieso tanken gehen, AdBlue tanken, weil irgendwie meine Mitarbeiter nicht checken, dass das Fahrzeug auch AdBlue braucht. Und deswegen machen wir jetzt noch eine Runde. Mir hat es beim letzten Aufnehmen einfach wirklich in der Mitte hat's das Video beendet, warum auch immer. Und deswegen machen wir es jetzt ganz neu. Also, die Firma Frigus Grupa, das ist eine Firma, die habe ich vor mittlerweile knapp über 10 Jahren, die Firma ist seit 2009, also 9 Jahre alt, aber wir haben damals noch auf meine alte Firma 2007 angefangen mit dem Import von Fleisch, von Dönerfleisch für meinen ersten Dönerladen in Zadar, den ich aufgemacht habe. Und dadurch sind ich und mein Geschäftspartner eigentlich in dieses Geschäft ja reingewachsen. Mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Größten in Kroatien sind, aber es könnte schon so sein, dass wir, was Dönerfleischimport angeht, in Kroatien im Moment die Nummer 1 sind. Wir haben über 140 Kunden und mittlerweile haben wir das Geschäft auch soweit ausgeweitet, sagt man es so, erweitert. Und zwar haben wir jetzt mittlerweile schon im Programm, also Tortillas, die haben wir auch schon 10 Jahre, dann Alufolie, Pommes, dann ja, diese Dönertüten, Soßen, dieses Schaf für den Döner, also dieses scharfe Gewürz. Was haben wir noch? Feta-Käse von Gazi, also oder Gazi oder Gazi, das tun wir importieren. Falafel, Hamburgerfleisch, und seit 5 Jahren, knapp 5 Jahren, haben wir unsere Bäckerei aufgemacht, wo wir keine klassischen Sachen machen, also wie jetzt Croissants oder was weiß ich, sondern wir machen wirklich also Hamburgerbrötchen, Dönerbrötchen, Sandwichbrötchen, also Hotdogbrötchen, also diese 4, sagen wir mal, das ist das, was wir machen. Unser Kerngeschäft ist das Hamburgerbrötchen, weil wir da auch wirklich also eine ganze Anlage, das ist eine kleine Anlage, aber wir haben im Moment eine Kapazität von knapp über 2000, also ich glaube so 2300-400 Brötchen pro Stunde. Das ist schon eigentlich nicht schlecht.
Und reicht auch im Moment vollkommen für das, was wir brauchen. Ja, also ich habe vor, also das ist jetzt meine Firma, also ich habe die auch von meinem Geschäftspartner abgekauft seit ein paar Jahren. Er ist immer noch der Geschäftsführer. Und das ist auch, ich meine, wir sind Freunde wie Brüder. Meine rechte Hand kann man fast gar nicht sagen. Wir sind eigentlich 50-50, auch wenn es nicht so ist. In Wahrheit, aber eigentlich entscheidet der sogar mehr über viele Sachen als ich, weil er den ganzen Laden, um es mal so zu sagen, auch führt. Ich bin halt dann mehr so, wenn es dazu kommt, Anschaffungen, also jetzt neue Fahrzeuge zu machen oder irgendwie Internetseite oder ja, die ganzen Bestellungen zum Beispiel mache ich, den Transport auch, aber die meiste Arbeit macht halt er und unsere anderen Mitarbeiter natürlich auch. Wir haben uns entschieden, mit der Firma ein bisschen größer zu werden oder groß zu werden, weil wir haben dieses Jahr oder wir haben jedes Jahr ein Wachstum, aber dieses Jahr haben wir fast 80% mehr Umsatz generiert als letztes Jahr. Wir haben nicht 80% mehr Gewinn gemacht, aber ich glaube, wir sind sogar beim Gewinn um die 60% mehr Gewinn als letztes Jahr. Das Jahr ist noch nicht fertig. Deswegen werden die Zahlen vielleicht sogar noch nach oben korrigiert, nach unten glaube ich nicht. Es kann sogar theoretisch sein, dass wir 80-90% mehr Gewinn machen und 100% mehr Umsatz bis zum Ende des Jahres. Das weiß ich nicht, aber ich rede jetzt die Monate, die bis jetzt waren, die haben sich so da eingependelt. Und deswegen haben wir entschieden, wir müssen es einfach machen, das Ganze, die ganze Firma, also wir haben dieses Jahr komplett neues Design für die Firma entwerfen lassen. Wir haben neue Fahrzeuge gekauft, also wir haben zwei neue Sprinter gekauft, 316er mit Kühlkoffer, den zeige ich euch später, das ist jetzt der kleinere, der kürzere. Wir haben da noch einen längeren, dann musste ich dieses Jahr, weil wir halt so viel mehr Geschäft gemacht haben, musste ich kurzfristig, ich glaube, das haben die meisten von euch auch mitbekommen, noch einen Sprinter Gebrauchten kaufen und noch einen Vito. Da gibt es auch dieses Video vom Sprinter, das blende ich euch hier ein, wo ich den Sprinter hierher gefahren habe nach Kroatien, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und wie gesagt, wir haben jetzt im Moment 5 Fahrzeuge im Fuhrpark. Das eine Fahrzeug wird jetzt auch noch verkauft. Jetzt müssen wir schauen. Halt, wir haben jetzt im Winter reicht 4 Fahrzeuge vollkommen. Wenn der Sommer wieder kommt, waren uns jetzt diesen Sommer eigentlich auch 5 Fahrzeuge zu wenig. Jetzt müssen wir halt, wie gesagt, schauen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ja, und bei uns ist halt das Problem, hier das Lager in Zadar, wo auch die Bäckerei ist, ist einfach schon lange viel zu klein. Und da sind wir jetzt auch am Überlegen, was wir da machen können. Sollen wir das Ganze vergrößern, da halt Geld reinstecken? Das ist halt nicht meins, ich habe da eine Langzeitmiete. Und dann jetzt da investieren in fremdes Kapital mit dem... Also mit dem Chef, der uns das Ganze vermietet hat, mit dem Vermieter ist ein bisschen schwer zu reden, dass der uns da jetzt auch einen Teil der Kosten durch die Miete übernimmt oder so. Das wird nicht klappen bei ihm. Und deswegen sind wir jetzt auch am Überlegen, was Neues zu bauen. Das ist natürlich nicht so einfach, da es dauert. Und wir sind schon nächsten Sommer eigentlich, können wir gar nicht mehr hier alles handeln. In Zagreb ist das gleiche, das Lager in Zagreb habt ihr vielleicht gesehen in meinen Fahrvideos mit dem LKW. Ich blende hier auch nochmal ein Video ein, dann könnt ihr in den Rückfahrkameras oder so auch sehen, die Firma in Zagreb. Da bin ich halt zur Miete. Wir funktionieren oben sehr gut und alles, aber wir sind einfach viel zu groß geworden.
dass das oben noch passt. Also wir haben, glaube ich, vertraglich 50 Palettenstellplätze in der TK-Kammer abgemacht, 20, 10 im frischen Bereich und 20 im Trockenbereich. Wir haben alles mindestens ums Doppelte, im Sommer sowieso mehr als das Doppelte überschritten. Und jetzt müssen wir halt auch schauen, dass wir irgendwie da was Neues machen, was Neues, Größeres anmieten. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich in meiner Meinung nach wird nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wieder eine Wirtschaftskrise kommen. Und da mache ich auch ein extra Thema drüber. Ja, dann bin ich so ein bisschen vorsichtig mit Investitionen, weil Kredite zu bekommen heutzutage ist nicht das Thema. Das Thema ist natürlich, man muss die auch zurückzahlen. Und deswegen, wie gesagt, muss ich schauen, in welcher Richtung oder was wir da genau machen, wie wir das genau machen, ob wir dann wirklich die Firma so groß machen. Also ich rede jetzt hier wirklich von Investitionen von 1,5 bis 2 Millionen Euro, wenn wir das alles machen wollen in Zadar und in Zagreb, dass das wirklich optimal ist. Ist natürlich eine Zahl, ist nicht klein. Deswegen, da sind wir noch am Überlegen, ob wir jetzt für nächstes und übernächstes Jahr noch versuchen, mit dem, was wir haben, dass wir das einfach ein bisschen erweitern. Also was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ein Schockfroster, weil wir haben bis jetzt immer die Brötchen hier in der Region frisch verkauft. Das Problem ist natürlich, dass deine Bäckerei dann jeden Tag offen hat, also jeden Tag, jede Nacht. Und das will ich dann mit den TK-Produkten eigentlich ja, abstellen oder mir sparen. Der andere Plan mit den TK-Produkten ist, dass wir auch versuchen, unsere Produkte in ganz Kroatien zu verkaufen, weil wir haben ja ein Netz, ein Vertriebsnetz in ganz Kroatien. Und mein Plan ist auch der Export nach Österreich und Deutschland. Warum wäre das gut für uns oder warum wären unsere Produkte interessant dafür? Weil wir haben diesen Winter, also letzten Winter, haben wir ein neues Hamburger Bun, also ein neues Hamburger Brötchen entworfen, zusammen mit einem Kunden von uns. Das ist wirklich so, also wirklich so top, top, top. Also um es mal so zu sagen, da gibt es drin kein Wasser, also in dem Teig gibt es kein Wasser. Anstatt Wasser kommt da Milch, Butter, also nicht Margarine, Butter, und Eier rein. Also das ist ein Bun, was viele von euch noch nie so probiert habt. Und das ist so, also es ist auch sehr teuer. Deswegen haben wir nicht geschafft, jetzt das irgendwie an die breite Masse zu geben. Wir haben sehr wenige Kunden, die das kaufen. Aber wir haben dieses Bun modifiziert. Also wir haben da ein bisschen Butter rausgenommen, haben auch ein bisschen Margarine rein, haben die Milch reduziert und so. Und man spürt sogar geschmacklich nicht so einen großen Unterschied. Wir haben aber damit wirklich den Markt diesen Sommer komplett abgeräumt. Also wir haben die Konkurrenz wirklich diesen Sommer, man kann wirklich sagen, wir haben die wirklich platt gemacht. Und dieses Produkt ist halt das, was ich gerne exportieren würde. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen und unsere Produktion über den Winter verbreitern oder vergrößern. Ihr werdet wahrscheinlich, die meisten von euch werden gleich sehen, Export. Kroatien ist ja mit Export nicht so ganz genau. Also mein Plan ist es, dass ich meine Produkte exportiere mit meinen LKWs und dann wieder importiere ich halt wieder mit meinen LKWs die Waren, die wir aus Deutschland und Holland und so beziehen, also von Pommes, Falafel,
Tortillas, Alufolie, Dönerfleisch sowieso, Hamburgerfleisch aus Polen. Das ist so, das sind so die Dinge, die wir dann importieren, und ich habe jedes Mal ein Problem, den LKW wieder rauszubringen aus Kroatien. Oder besser gesagt, ich fahre jedes Mal leer nach Österreich oder Italien. Und das wird sich dann, wenn ich das Ganze und meine Pläne verwirkliche, wird sich das Ganze ändern und wir werden praktisch unseren eigenen Export haben und Import. Also unsere LKWs werden dann in diesem Fall eigentlich komplett ausgelastet sein. Und das ist also mein Plan. Und darauf arbeite ich jetzt diesen Winter hin. Ob das Ganze über diesen Winter klappt, weiß ich nicht. Es ist wenig Zeit für, ich habe ja auch noch andere Firmen. Aber das ist jetzt so, sagen wir mal, das, womit ich mich am meisten beschäftige. Ich springe mal nur ganz kurz auf die zur Tankstelle und hol AdBlue und dann sehen wir uns wieder. Also AdBlue haben wir jetzt gekauft und anders geht's wohl nicht. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wenn ich jetzt das nicht gekauft hätte, würden die irgendwo ohne bleiben. Das ist 100% so. Die verstehen nicht, dass der nicht funktioniert ohne AdBlue, wegen der Software halt. Naja, also um aufs Thema Frigus Grupa wieder zurückzukommen. Wie gesagt, also wir haben jetzt schon letztes Jahr, also ihr seht, dass das wirklich mein Core-Business ist, mein Hauptbusiness. Das ist auch eine Firma, von der ich eigentlich lebe, richtig lebe. Die LKWs, wie gesagt, das war ja mehr für die Frigus Grupa, so hat das Ganze ja angefangen. Auch wenn es immer noch Vollidioten in den Kommentaren gibt. Ja, du mit deinen osteuropäischen LKWs und so. Ja, du Vollidiot, ich lebe in Kroatien. Meine LKWs sind in Kroatien und ich fahre meine Ware auch. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe da jetzt keine Lust mehr drüber zu reden. Auf jeden Fall, das ganze Transportgeschäft ist so eine Sache, wo ich selber nicht weiß, wie lange ich das noch mache. Ich habe auch meinen Fahrern allen gesagt, alle, die okay sind, alle, die gut sind, die können bei mir bleiben. Ich werde auch immer für die LKWs bereithalten. Das LKW-Geschäft ist einfach nur wegen den Fahrern heute, ist es für mich, in meinen Augen, ist es einfach nur, also deswegen sage ich immer selbstfahrender Unternehmer, weil für mich ist es einfach nur ein Scheißgeschäft. Du hast so oft mit kompletten Vollpfosten zu tun, die nichts im Leben geschafft haben, die nicht mal einen Job haben würden, wenn nicht so viel Fahrermangel herrschen würde. Und jetzt kriegt ja jeder Idiot, also der normalerweise immer ohne Arbeit war, der normalerweise immer zu Hause gesessen hat, der bekommt ja jetzt die Möglichkeit auch zu fahren, weil es einfach so einen Fahrermangel hat und da habe ich einfach keinen Bock mitzumachen. Also das, was ich in meinem Großhandel verdiene, das, was ich mit den LKWs verdiene, ist ein Bruchteil davon. Nur ein Bruchteil. Und deswegen, wie gesagt, was die Zukunft genau mit den LKWs bringt, in meinen Augen wird es eher in die Richtung gehen, dass ich die LKWs so weit abbaue und nur so viele LKWs behalte, wie viel meine Firma braucht. Also, dass ich wirklich nur für mich selber Ware fahre. Eventuell, wie gesagt, ich fahre jetzt halt wirklich für einen Spediteur, mit dem bin ich sehr zufrieden. Wenn das so bleibt, dann lasse ich das natürlich, das Geschäft. Aber wenn es mir zu stressig wird, wie gesagt, das ist dann so eine Sache, wo man sagt, nee, das brauche ich nicht im Leben. Deswegen, wie gesagt, ich habe ja jetzt schon, also diesen Sommer, wir haben ja jede zweite Woche fahren wir Dönerfleisch nach Kroatien, also 22 Tonnen.
Und dann jede zweite Woche fahren wir Sammelgut. Also wir fahren dann meistens, also wir fahren eine England-Tour und bei der Rückfahrt fahren wir dann aus Antwerpen Bananen in den Raum Köln. Und dann fahre ich nach Roermond zur Firma Mission Food. Da tue ich schon seit 10 Jahren Tortillas von denen kaufen. Dann nehme ich dort meistens 15 Paletten. Das haben wir jetzt schon so eingependelt. Dann fahre ich zur Firma Jaylan nach Essen. Da nehme ich meine Döner, Grillgeräte und so. Dann fahre ich nach Würzburg. Dort nehme ich meinen Ayran. Und dann fährt er runter nach Stuttgart. Dort lädt er den Käse von Gazi. Und dann fährt er, also meistens sind wir dann voll mit unserer Ware. Wenn nicht, dann laden wir noch irgendwie was drauf. Also habe ich einmal eine Woche mit Dönerfleisch, dann die nächste Woche Sammelgut und so geht es dann immer. Diesen Sommer, weil wie gesagt das Geschäft wirklich so weit gestiegen ist, hatten wir teilweise auch 2 LKWs nach Kroatien in einer Woche oder sogar einmal 3. Da habe ich ja das Video gemacht, wo ich da selber gefahren bin. Und da habe ich auch erwähnt, dass ich dann für ja, 3 LKWs praktisch eine Tour finden muss, wieder raus aus Kroatien, mitten im Sommer, was wirklich keine leichte Aufgabe ist. Das Wichtige ist, ich hoffe, ich habe die meisten nicht verloren, weil ich so viel quassel. Das Wichtige ist, was ich euch sagen wollte, ist, dass ich halt die Firma Frigus Gruppa wirklich auf ein anderes Level bringen will. Und deswegen werde ich wahrscheinlich diesen Winter für die Firma Frigus Gruppa einen neuen Kanal gründen, also einen YouTube-Kanal. Das wird ein kroatischer Kanal, weil die meisten unserer Kunden sind ja in, oder 99% der Kunden sind in Kroatien. Wir haben zwar auch ein paar Kunden in Slowenien, aber eigentlich ist hier Kroatien ist halt unser Hauptmarkt. Und deswegen wird der Kanal auch auf Kroatisch sein. Und ja, wir sind jetzt bei der Firma angekommen. Wird der Kanal auf Kroatisch sein. Das wird also die meisten von euch nicht interessieren, aber trotzdem wollte ich euch sagen, dass ich wirklich da in diesem YouTube, also seine Firma, sein Unternehmen mit YouTube zu verbinden, sehe ich einfach als sehr positiv an. Ich bekomme ja jetzt auch, obwohl mein Kanal Live for Trucking heißt und ich eine komplett andere Firma habe, bekomme ich dauernd Anfragen für eine Zusammenarbeit. Ich habe aber alle LKW schon weg, also ich kann, und ich habe keine Lust, weitere zu kaufen. Also ich habe im Moment, denke ich wirklich, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, dass ich einen eigenen LKW oder so weitere LKWs kaufe. Sehr schwer. Und es wird wahrscheinlich noch einen Hängerzug geben, den ich dann Zagreb-Zada in so eine Linie reinschmeiße. Weil im Winter darf man zum Beispiel mit Hänger oder Sattelzügen nicht, wenn es schneit, in Kroatien darf man nicht fahren. Mit einem 3-Achser-Solozug darfst du fahren. Da sind teilweise die Preise mal 3 wie vom Sattelzug. Also wenn du jetzt für einen Sattelzug 500 Euro bekommst, kriegst du im Winter, wenn es schneit, vielleicht sogar 1500 für einen Solozug. Deswegen, das ist noch so, wo ich plane, vielleicht was zu machen in die Richtung. Aber wie gesagt, da schauen wir noch. Also ich tue mir da jetzt keinen großen Stress machen. Und wie gesagt, ich muss jetzt erstmal diese Firma hier ein bisschen größer machen. Und ja, der YouTube-Kanal, da haben wir vor, jeden Sonntag Videos zu machen, wo wir unsere Produkte praktisch, also wo wir Kochvideos, wo wir dann jeden Sonntag ein Rezept mit unseren Produkten geben. Das ist, ich denke, das ist super für die Kundenbindung. Und über die Woche wird es dann ein Video geben wahrscheinlich, wo wir dann überhaupt über die Selbstständigkeit im Fastfood-Gewerbe reden, auf was man da aufpassen muss. Und wie gesagt, wir sind da jetzt seit 11 Jahren, seit 2007 sind wir in diesem Geschäft. Wir haben so viele Leute, also wir haben ja selber auch einen Dönerladen, wir haben so viele Leute pleite gehen sehen und auch sehr viele, die es wirklich geschafft haben
Und deswegen wissen wir schon, in welche Richtung du gehen musst, damit das Ganze klappt. Und das wollen wir dann auch durch diesen YouTube-Kanal weiterbringen. Wir wollen auch weitere Produkte importieren. Also wir wollen uns viel breiter fächern. Also wir wollen eigentlich wirklich, dass, wenn das Wort Fast Food in Kroatien ausgeschrieben ist, unser Slogan von der Frigus Grupa sagt ja, we make fast food tasty. Also wir wollen wirklich das Synonym für Fast Food sein in Kroatien. Also wenn jemand irgendwie ein Fast Food aufmachen will, dass er wirklich in seinem Kopf hat, ja, Frigus Grupa. Das ist jetzt so mein Streben. Und ich bin ja da eigentlich ganz zuversichtlich, dass das Ganze klappen wird, weil wir arbeiten jetzt schon sehr, sehr gut und es kann eigentlich nur noch besser werden. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal den Sprinter von außen. Also gehen wir jetzt raus. Also ich zeige euch erstmal, der hat jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, der hat jetzt 23.500 Kilometer runter in 3 Monaten oder 4 Monaten, seitdem wir den haben. Und ihr müsst wissen, dass der jetzt schon praktisch 1 Monat, ja, nur sehr selten bewegt wird. Also ich denke, man sieht ihn jetzt so. Ja, also so sieht er aus. Wie gesagt, wir haben den halt neu bekleben lassen. Das ist jetzt unser neues Logo. Der ist jetzt ein bisschen schmutzig, weil die haben oben nur noch den Spoiler fertig gemacht. Die haben letztes Wochenende haben die das Ganze beklebt. Also hier könnt ihr auch noch mal schauen. Also alle Kennzeichen ZD, dann hinten FG, also Frigus Grupa. Beim Vito auch, den habe ich ja, wie gesagt, jetzt auch diesen Sommer gekauft. Der ist 2015, glaube ich, Baujahr oder 14, weiß ich jetzt nicht mehr. Auch Frigus Grupa. Der wird jetzt auch noch komplett beklebt. Der ist jetzt der einzige, der noch nicht beklebt wurde. Wie gesagt, den haben wir neu gekauft. Ich zeige euch mal hinten. Ja, oben meine Nachbarn. Also drinnen, ihr seht dann, er hat eine Trennwand. Hier tun wir das Dönerfleisch rein. Hier sind halt dann die Hamburger Buns und so. Das kommt so in Kisten. Und diese Trennwand tun wir dann immer hierher ziehen. Die hat oben Ventilatoren. Dann machen wir hinten plus 4 Grad. Vorne ist halt dann TK. Also das war's eigentlich. Wie gesagt, das ist hier jetzt die Firma hinten. Wie oben ist so ein Kindergeburtstage werden da gemacht. Und unten haben wir jetzt, das sind knapp 300 Quadratmeter, ist aber viel zu klein. Und jetzt haben wir vor, hier eigentlich, hier hinter, das Ganze noch zu verbreitern. Und dann, dass wir hier drin, in dem Teil, also ich schaue mal, ob ich euch auch mal die Firma zeige, von innen. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben. Wollt ihr zum Beispiel, dass ich den Sprinter detaillierter erkläre? Wollt ihr vielleicht den Vito detaillierter erklärt haben? Wollt ihr vielleicht die Firma von innen detaillierter sehen? Also das wird ja alles auch noch kommen in meinen Videos von der Frigus Gruppe, aber jetzt einfach, wenn dann der Kanal da ist. Aber wie gesagt, vielleicht interessiert es euch auch hier für den Kanal. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr es ja mal reinschreiben. Und ja, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, wie gesagt, das Video gefällt euch. Und wenn ja, natürlich Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, es ist mir halt sehr wichtig, weil mit dem Abonnieren vom Kanal zeigt ihr YouTube, oh okay, der Kanal ist interessant und dann tun die mich auch höher ranken und somit bekomme ich auch mehr Reichweite, ist natürlich klar. Also und was mir auch sehr wichtig ist, kommentieren, immer bitte kommentieren. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Video.